Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Hochwasser und Börsencrash, Analogien für das Risikomanagement, soll das Thema für die nächsten 15 Minuten sein. Wir haben hierzu einen Experten von der Berlin Portfolio Management, Paul Skiba, der Ihnen das ein oder andere hierzu erläutern wird. Aus meiner persönlichen Perspektive ist das System das eine. Systeme sind typischerweise sehr rational und sehr sachlich, aber häufig werden diese sinnvollen Vorgehensweisen konterkariert von der Vorgehensweise des Anlegers, Behavioral Finance. Wir sind eben Menschen, wir lassen uns beeinflussen von Schlagzeilen, von Meinungen in den Medien oder auch von der allgemeinen Berichterstattung. Und ich glaube, die Zielgenauigkeit und auch der positive Effekt eines Risikomanagements, der liegt in der Kombination eines guten Systems mit einem Verständnis beim Anleger für die Funktionsweise dieses Systems und dann natürlich in der entsprechenden handwerklich sauberen Umsetzung. Dementsprechend, Herr Skiba wird Ihnen nun erläutern, wie so etwas aussehen kann. Paul, ich gebe gerne an dich weiter und freue mich auf deine Ausführungen. Danke, lieber Christoph, für die Einleitung und die netten Worte und danke auch für die Anwesenheit. Guten Tag in die Runde, Gruß aus Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt meinen Bildschirm sehen, vielleicht mal kurz gegenbestätigen. Funktioniert alles besser. Das klappt perfekt. Es wurde ja gerade schon etwas eingeleitet. Ich mache Risikomanagement hier für einen unabhängigen Vermögensverwalter in Berlin. Und ich bin im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen kein Banker, sondern Mathematiker mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und ein Vorteil war dann, dass man doch eine etwas andere Sicht auf Dinge hat. Und gerade wir alle bewegen uns ja am Finanzmarkt, an der Börse, in einem doch sehr komplexen Raum. Und da hilft es manchmal auch mal einen Blick nach rechts und links zu werfen, was die anderen Wissenschaften so machen und die Parallelen zu ziehen. Und da habe ich dann selbst in doch jahrelanger Forschung festgestellt, es gibt sehr interessante Parallelen zwischen der Naturkatastrophenforschung und den Finanzmärkten, die dann doch vielleicht signifikanter sind, als man auf den ersten Blick glaubt. Und darum geht es nämlich heute. Obendrauf stand gerade Erdbeben. Ich dachte mir, weil ich diesen Vortrag auch manchmal international halte, weil wir hier in Deutschland sind, nämlich mal ein regionales Beispiel. Hier gibt es nicht so viel Erdbeben. Wir wechseln mal auf Hochwasser, aber es ist dasselbe Phänomen. Es geht einfach erstmal um Naturkatastrophen und ich komme dann nachher zur Börse. Deswegen sind wir ja alle hier. Ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen waren schon mal in Hamburg. Das muss man vielleicht, wenn man woanders vorträgt, mal rauszeigen, wo Hamburg überhaupt ist. Sie selbst wissen das gut und Sie werden auch, wenn Sie in Hamburg mal waren, sicherlich sowas schon mal gesehen haben. Das ist ein Pegelstandsmesser und daran kann man eben ablegen, wie hoch der Wasserpegel ist. Warum ist das interessant? Es gibt in Hamburg den berüchtigten Fluss, die Elbe. Und die Elbe ist manchmal außer Rand und Band. Und dann sieht es in Hamburg so aus, wie Sie auf den Fotos erkennen. Und wenn Sie BMW-Besitzer sind, ärgern Sie sich schwarz, wenn Sie nicht rechtzeitig Ihren Wagen woanders hingestellt haben. Ja, Sie sehen also, Risiko muss nicht nur an den Aktienmärkten sich abspielen. Es gibt auch ganz andere Themen. Aber da eben der Mathematiker in mir verbindet gerne die Dinge. Und hat sich gesagt, naja, die Leute haben ja früh begriffen, dass wenn man Risiko nicht adäquat adressiert, in diesem Fall das Risiko, dass der eigene BMW absäuft, dann wird man der Leidtragende sein. Und so hat man historisch schon immer sich die Pegelstände in Flüssen und generell in Meeren abgemessen und einfach mal beobachtet jeden Tag. Und hier sieht man an einer Häuserwand historische Pegelstände. Die sind von normal. Also ich muss selbst sagen, ich bin nicht der höchste Mensch. Für mich wäre das ja schon unangenehm. Bis schlimm und schlimmer. Und gehen dann eben hoch in Meterhöhe Stände. Und die Leute haben es bewusst abgetragen. Nämlich, was bringt so ein Pegelstandmesser? Die Leute gucken jeden Tag drauf. Und wenn der Pegel etwas höher steht, als er normalerweise steht, wird man schon unruhig. Und das hat auch guten Grund. Und ich darf bereits das erste Fazit ziehen an dieser Stelle, so schnell. Und zwar, extreme Ereignisse sind sehr, sehr selten, genau wie die Hochwasser in Hamburg. Die wirklich schlimmen sind selten, zum Glück. Wir wirken aber sehr, sehr viel. Das heißt, bei der Betrachtung des Risikos, und wir sind noch gar nicht an der Börse, geht es darum, sehr verheerende Ereignisse adäquat zu adressieren. Sie können sich das so vorstellen, dass ein Risiko, egal woher es kommt und sich realisiert, in nicht immer die Summe von vielen kleinen Teilen sein muss.
wenn Sie den Kölner Dom hochlaufen, also ich komme aus der Gegend, deswegen ist es ein Beispiel, der hat 533 Stufen. Wenn Sie jede von diesen Stufen von oben herab runterhüpfen, wird Ihnen nicht viel passieren. Es dauert vielleicht eine Weile. Aber Sie sind in Summe die 100 Meter runtergesprungen. Aber es ist ein Unterschied, ob Sie die am Stück springen oder über 533 Stufen verteilt. Das heißt, wenn sich ein Risiko realisiert, ist es viel schlimmer als nur die Summe von irgendwelchen überdurchschnittlichen Pegelständen, sondern ist dann eben ein einzigartiges Ereignis, was zu adressieren gilt. Ja, jetzt, was hat das mit der Börse zu tun? Sie sind ja alle vom Fach und jetzt erzähle ich Ihnen hier was von Hochwasser, Erdbeben und vom Kölner Dom. Schauen wir uns das in einem Live-Beispiel an. Das ist der amerikanische Aktienmarkt, der S&P 500. Den werden Sie alle kennen und wahrscheinlich sich täglich beobachten. Und auch hier sehen Sie, es gibt gute Phasen und schlechte Phasen. Ja, 2000 bis 2003 die New Economy Bubble, 2007, 2008, 2009 die Finanzkrise, 2011 gab es ein bisschen was auf den Deckel in der Schuldenkrise, nicht so stark. Seitdem steigen wir wieder, aber wir alle wissen, das wird nicht ewig so weitergehen. Wann es passiert, das vorherzusagen, grenzt an Unmöglichkeit und das ist wahrscheinlich auch unmöglich und ist tatsächlich nicht immer seriös. Aber was wir machen können, wir gucken uns einfach die Daten an, wir gucken uns die Hochwasserpegel an. Und anstatt einfach Risikomaßen zu nehmen, wie die Volatilität und andere Dinge, die so eine durchschnittliche Schwankung uns beschreiben, gucken wir uns tatsächlich die Extreme an. Und diese haben eine sehr eigene Aussagekraft. Was Sie jetzt sehen in diesem Chart, ist noch keine große Mathematik. Jeder rote Balken, den Sie hier sehen, ist ein Tag, an dem dieser Index mehr als 3% verloren hat. An einem Tag. Ja. Würde man als extrem bezeichnen, 3% ist schon, ja, heutzutage eine üppige Jahresrendite. Also an einem Tag ein Verlust größer 3%. Und jetzt sagen viele Risikomaßnahmen, sowas passiert ab und an, gut. Aber Sie sehen, das passiert nicht ab und an, das passiert oft gebündelt. Das passiert nicht zufällig, das passiert immer immer in kürzer werdenden Abständen. Ähnlich wie beim Hochwasser, sehen Sie, wenn der Pegel ansteigt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der Pegel noch weiter steigt. Ja, so funktionieren Frühwarnsysteme, so funktionieren Vorbebenmessungen, ja, dem Thema Seismographen. Sie sehen, irgendwas verlässt die normale Bandbreite und geht in einen Extrembereich über. Und das muss nicht immer erst dann passieren, wenn es schon zu spät ist. Und Sie sehen, genau wie bei den Hochwasserständen, es kündigt sich an, es gibt schlimme Ereignisse. Es gibt sehr extreme Ereignisse, vor allem die Finanzkrise 2008 und die Anrainerjahre gingen sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Aber es haben sich bereits Monate vorher genau diese Indikatoren realisiert. Und wie gesagt, die 3% sind einfach eine Zahl, das ist noch kein Risikomodell. Das kann man aus der Luft greifen. Wenn ich jetzt 2,5 oder 4% reinschreibe, sehen Sie ein sehr ähnliches Bild. Es geht also wirklich um extreme Ausreißer innerhalb kurzer Zeit. Und wir wollen ja alle investieren und nicht ständig nur deinvestieren. Sie sehen in gesunden, aufstrebenden Marktphasen eines Index. Und diese Beobachtung ist nicht auf den S&P 500 limitiert. Ähnliches sehen wir bei Rohstoffen, bei Anleihen, bei anderen Aktienmärkten, sogar bei Währungen. In Phasen von gesunden, steigenden Märkten fehlen diese Ereignisse komplett. Jahrelang sehen Sie keinen Return schlechter 3% an einem Tag. Ja, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Und ich glaube, damit lässt sich das Risikomanagement sehr, sehr praktisch auch erweitern, weil Sie brauchen nicht ein Sammelsurium an Zahlen, sondern Sie gucken sich wirklich die im Preis geronnene Information der Marktteilnehmer an, schauen sich, wann treten extreme Preisänderungen auf und werden dann einfach nur vorsichtig, wie bei einem Erdbeben. Bei dem ersten Vorbeben beginnt man die Evakuation und dann wird sich keiner beschweren, wenn dann doch kein Erdbeben kommt und alle evakuiert sind. Und muss auch hier der Ansatz sein. Deswegen gleich das zweite Fazit im Schweinsgalopp. Extreme Ereignisse häufen sich vor Krisen. Eine extreme Preisänderung heißt doch nur, dass das Angebot und Nachfrage total, total daneben sind, total sich nicht treffen und eine große Informationsasymmetrie irgendwo besteht oder eine Liquiditätsengpass. All das sind Dinge, die mit einem gesunden Markt nicht vereinbar sind. Und tatsächlich, wenn man genau hinschaut, kündigen solche Ereignisse Risiken an. Und jetzt habe ich mich
Es hat auch eine Weile gedauert mit etwas mathematischer Vorbildung und etwas Programmierkenntnissen und doch noch hier und da hingesetzt und gesagt, daraus kann man doch ein Risikomanagementsystem basteln und nicht eins, was mir von 500 Aktien die 20 rausnimmt, die die besten und die schlechtesten sein werden, weil das können andere Leute sehr gut, aber ich nicht. Aber ich weiß, wenn ich Daten sehe wie diese und diese ernst nehme, kann ich extreme Verluste vermeiden, indem ich einfach nur evakuiere, indem ich meine Assets rausziehe aus meinem Investment bei Zeiten. Das kann auch heißen, dass man monatelang in einem bestimmten Markt nicht unterwegs ist. Aus Risikosicht macht das meines Erachtens Sinn. Man muss nur eben auf die richtigen Zahlen gucken und nicht Zahlen wie beispielsweise die Volatilität, die doch sehr spät und sehr verzögert reagieren. Weil der Trick ist nicht nur rechtzeitig rauszukommen, der Trick ist auch rechtzeitig wieder reinzukommen. Und da ist der große Vorteil, dass eben in diesen steigenden Märkten diese Extremereignisse sehr, sehr schnell wieder abnehmen, im Gegensatz zu klassischen Risikomaßen. Und das ist unser Ansatz, den wir zum Beispiel im Haus für verschiedene Assets fahren. Und wo ich Ihnen nur empfehlen kann, schauen Sie mal rechts und links des Falles, schauen Sie mal auf extreme Preisänderungen, schauen Sie, was das bewirkt hat bei verschiedenen Assets, die Sie sich tagtäglich angucken. Und diese vermiedenen Verluste alle paar Jahre, wirklich alle, Sie, ich meine, wir sind jetzt bald 10 Jahre entfernt von der letzten großen Krise. Wenn Sie davon auch nur die Hälfte nicht mitnehmen, haben Sie Ihre Überrendite für die nächsten 10 Jahre gesichert. Das kann ich Ihnen versichern. Und das ist auch unser Ansatz hier. Und natürlich reicht es nicht, sich die täglichen Preisänderungen anzugucken und sagen, ich nehme jetzt die 3% über alle Assets hinweg. Das hat ein bisschen Forschungsarbeit gekostet, zu sehen, wie halten sich verschiedene Anlageklassen. Aber dieses Muster lässt sich überall erkennen. Und wenn Sie das interessant finden, können wir da auch gerne mal drüber diskutieren. Ja, der Gruß aus der Rechtsabteilung. Dann bin ich eigentlich mit meiner Bildschirmspräsentation schon fertig. Und wenn Sie das interessant finden, darf ich Ihnen etwas empfehlen, was wir hier bei uns im Haus gebastelt haben. So ein kleines Cockpit. Dafür braucht man zwar ein Login, aber den kann ich den Teilnehmern gern zur Verfügung stellen. Und dann sehen Sie live, zum Beispiel hier für den Eurostoxx 50, das Extremrisiko. Und Sie sehen, wie es hier in den letzten Monaten sehr, sehr stark angestiegen ist. Rot heißt immer schlecht, wie im Autofahren. Grün heißt grünes Licht. Und das ist eben unsere Kalibrierung hier von diesem Index. Und Sie sehen auch, wenn man sich dran hält und einfach mal investiert und nicht investiert, kann man eine Outperformance erwirtschaften. Ja, der Eurostoxx hat hier seit 20 Jahren in Summe nicht wirklich was gerissen. Klar freut man sich hier zwischendurch mal, aber für langfristige Investoren wird das Spiel eben auch oft durch solche Phasen, ich will mal sagen, versaut. Und das ist unser Ziel, das doch bedeutsam abzumildern. Und auch dieses Tool, was Sie gerne bedienen können, ich denke, Christoph kann da gerne die Zugangsdaten auch weiterleiten für alle Interessenten, wollen wir auch auf andere Assets ausarbeiten, die wir momentan beobachten, intern natürlich, die jetzt hier noch nicht online sind. Und da sehen Sie es dann täglich. Weil, wie gesagt, einfach auf die 3% warten, ist am Ende dann doch nicht so ganz sicher, sondern einfach, man braucht dann doch ein bisschen mehr, um jedes Asset individuell einschätzen zu können. Und Sie sehen auch, in stark steigenden Märkten ist man vielleicht nicht bis zur Spitze dabei, aber selbst kurzfristig kann sich das schon wieder relativieren. So, dann war es das von mir, wie gesagt, im Schweinsgalopp. Und ich bin sehr gerne offen für alle möglichen Fragen und Diskussionen zu diesem Thema. Ich wünsche allen ein tolles Lunch. Ja, Paul, erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Vielen Dank auch, dass es nicht zu technisch-mathematisch geworden ist. Das überfordert doch dann viele. Ich glaube, bei den aktuellen Indexständen ist für viele einfach mal sinnvoll, das Thema Risikomanagement mal wieder zu überdenken. Jetzt nochmal eine Frage aus deiner Perspektive. Wie schwer ist es für die Investoren, nicht investiert zu sein, wenn sie eben aufgrund des Risikomanagements nicht investiert sind? Und wo siehst du da die größten Herausforderungen? Eher auf der Systemebene, also sag jetzt mal das rationale Risikomanagement-System, oder eher beim Anleger, also sprich eine Behavioral Finance? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir haben alle gesehen, es gibt Phasen, wo man wirklich Wochen und Monate hinweg nicht investiert ist. Und wer hat schon gern die horizontale Linie in seinem Portfolio, die ja gleichbedeutend ist mit Cash, was ja heute auch noch negativ verzinst wird, größtenteils. Das ist tatsächlich sehr schwer, nicht nur für den privaten Endanleger, sondern auch für den Manager. Und wir selbst als bankunabhängiger Vermögensverwalter haben ja den Vorteil, dass wir nicht noch irgendwie ständig Produkte auch verkaufen müssen, wenn wir es gerade im Portfolio nicht sehen als lohnenswert.
und sie wissen aber auch um diesen Effekt, da einfach die horizontale Linie beim Kunden hinzuzeigen. Was wir machen in diesem Zusammenhang, um dieses Problem etwas zu umgehen und um auch strikt einfach an unser Risikomanagement uns zu halten, wir kombinieren verschiedene Assets. Und das hat sich jetzt sehr erfolgreich bewährt. Also nur weil der Eurostox jetzt gerade die horizontale Linie zeigt, weil das Risiko sehr, sehr stark angestiegen ist, können andere Anlageklassen auch aus dem Aktienbereich, aus dem Anleihenbereich, aus dem Rohstoffbereich, aus dem Währungsbereich durchaus gerade investiert sein. Und wenn man ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Märkte, Regionen und Assetklassen sich aufbaut, wie es ja auch sein soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein paar davon immer im Spiel sind und nicht alle gleichzeitig auf der Ersatzbank sitzen. Und so sichert man sich dann eben stetige und doch nachhaltige Investment Returns. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, das größere Problem ist, wie auch bei vielen anderen Instrumenten, die Anlagerendite weicht halt eben von der Anlegerrendite ab. Grund ist oft negatives Verhalten. Man lässt sich treiben von Schlagzeilen, von Meinungen, gegebenenfalls natürlich auch von der Presseberichterstattung. Dementsprechend, Paul, nochmal dir vielen Dank für die Ausführung, kurz und knapp, aber so ist das 15-Minuten-Format eben auch ausgelegt. Weitere Informationen natürlich, wie Sie es von unseren Lunch-Updates kennen, natürlich im Detailliert auch noch von uns, vor allem auch der Hintergrund, wie mit so einem Ansatz umzugehen ist, wie der in die entsprechende Vermögensstruktur eingebaut werden könnte. Und dementsprechend hier noch kurz zum Abschluss ja auch das, was wir konkret für Sie tun, eben über das Thema Risikomanagement, Produktauswahl hinaus, die Definition der finanziellen Ziele, also überhaupt mal zu definieren, welche Themen habe ich überhaupt, warum lege ich Geld an. Und da sehen wir häufig, dass das nicht so sauber durchgeführt wird. Und weil es eben an einer sauberen Herleitung fehlt, kann auch die Umsetzung natürlich nicht so zielgerichtet stattfinden. Die Erstellung und Analyse der Vermögensstruktur, natürlich heute im Gesamtkontext negativer Zinsen, hoher Schulden und den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wo wir über inflationäre Tendenzen, ausgedrückt durch Notenbankpolitik, oder deflationäre Tendenzen als Folge der hohen Schuldenniveaus diskutieren können, umso wichtiger dann die Herleitung der individuellen Anlagestrategie, die alles berücksichtigen muss, vom Betriebsvermögen über Versorgungswerke, über Kapitalanlagen, die vielleicht in Versicherungsstrukturen vorhanden sind, und dann eben hin zur kosteneffizienten und bankenunabhängigen Umsetzung. Also sprich, wo macht es Sinn, aktive Manager einzusetzen, zum Beispiel beim Thema Risikomanagement? Wo macht es Sinn, passive Instrumente zu wählen, wie zum Beispiel Indexfonds oder vermögensklassenorientierte Fonds? Und dann die Frage, in Abhängigkeit der Anlagestrategie, welche Bank macht denn Sinn im Sinne Depotgebühren, Transaktionskosten, auch natürlich Zugang zu institutionellen Fondsbranchen? Das ist das, was wir für Sie übernehmen. Und nachdem der Teil der Vermögensanlage abgeschlossen ist, gilt es natürlich, die steuerlichen Themen zu berücksichtigen. Das Thema Investmentsteuerreform mit großen Auswirkungen im Betriebsvermögen, aber auch mit gewissen Aspekten zu berücksichtigen im steuerlichen Privatvermögen, und die rechtlichen Themen bis hin zur geordneten Vermögensnachfolge und dem Thema Generation, Management und Kommunikation einheitlicher Spielregeln im in der Familienkonstellation, die sind natürlich sehr wichtig, und ähnlich wie beim TÜV, man sollte es regelmäßig abgleichen und überprüfen. Ja, wir erreichen Sie uns wie gewohnt über die entsprechende Telefonnummer, respektive natürlich auch per E-Mail. Sie werden im Nachgang ja auch die Konserve wie gewohnt zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die von Paul erwähnten Zugangsdaten werden wir dort mit hinzupacken. Und wir werden nun die Aufzeichnung beenden, sodass Sie noch die Möglichkeit haben, hier entsprechende Fragen zu stellen. Erstmal vielen Dank und einen schönen Mittag.